Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forgotten Ones. Oh ja, diesmal mit Samaya und Squall. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt nach, jetzt geht's normal weiter. Mit einer erstmal kurzen Ankündigung. Mit Mittwoch um 14 Uhr, jeden Mittwoch kommt The Forgotten Ones. Und Samstag um 18 Uhr kommt immer Counter-Strike Go mit mir. Und ja, letzte Woche kam nichts. Vorletzte Woche kam nichts, aus dem simplen Grund einfach nur, letzte Woche hatte ich Maulsperre gehabt, einen tierischen Kieferschmerzen. Und vorletzte Woche war halt nur diese Vorstellerdinger, die Montag und Dienstag kamen als kurzes, ich sag mal, kurzes Zeigen, was euch hier so erwartet momentan auf dem ganzen Fanpage-Kanal. Und ohne jetzt großartig rumzuquatschen, lass uns loslegen. Ich hab gut Abendbrot gegessen und ich bin wieder... Leute! Ja gut. Dieser kleine Hobo. Nein! Dieser kleine Hobo! Ja, fällt schon gut an. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gut Abendbrot gegessen und bin ready for some action. In der Folge fangen wir gleich erstmal einen Tod anlasse. Also keiner. Na komm. Oh, kannst du mich auf die Bett nicht erreichen, dieser kleine Affe? Nice. Ja. Mehr Überraschungen hier? Ja, vielleicht. Nein, schaut nicht so aus. Hier ist eine Tür. Kann ich diese Tür? Nein, it's locked. Mal hier irgendwas. Oh. Kommen, wenn ich mich nicht irre, mich zurück erinnere in den Flur von diesem Hotel. Hotel, haha. Mein Baby, mein wunderbares Baby. Der Hotelinhaber wird wütend. Ich versuchte wegzurennen, aber er hat mich nicht wegrennen lassen. Alle hatten Angst. Und mein Mann hat es vermisst gemeldet gegangen. Er ist jetzt für 2 Tage verschwunden. Gott. Hilf uns. Cool. Ich schätze mal, das wird dann das besagte Stück Scheiße sein. Hat das gerade geklopft? Naja. Okay. Ich spiel schon cool, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ohne Witz, jedes Mal, wenn ich diese Aufnahme habe, dann geht... Da steht jemand. Oder irre ich mich jetzt da? Da steht doch. Entschuldigen Sie. Okay, ist die Licht ausgegangen? Oh Gott. Es juckt mich jetzt schon. Moment. Das Licht aus, ne? Aber hier ist das Licht an. Mysteriös. Da geht's rein. Lol. Lol. Okay. Ich höre etwas. Das Flackern kommt gerade nicht von mir, das Flackern kommt vom Spiel selbst. Guck mal, hier ist eine Laterne. Oh Gott. Eine Laterne. Boah, willst du mich verarschen? So rüstet mir unser gutes Gewehr. Leute. Nein, 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 nein. Lass mich kurz nachladen. Leute. Nein, 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 nein. Odor. Shit, ich blute, ich blute, ich blute, ich blute, ich blute. Ich brauche doch nicht. Okay, also unser Leben regeneriert sich anscheinend wieder. Was sehr gut ist. Aber ich habe trotzdem mal das Health Pack genommen, weil ich habe geblutet. Ist eine Axt. Lass uns die Axt mitnehmen. Was ist das? Kann man das benutzen? Was ist dies? Steht aus dem Stück Holz. Es ist wahrscheinlich sogar ein Stück Holz. Man weiß es nicht. Dass hier nirgendwo weitergeht. Und... Der Bolt Cutter. Okay. Also müssen wir wahrscheinlich im Hotel noch ein bisschen weiter umsehen, wenn wir ja schon zurückkommen. Wollen wir doch mal machen.
Nun geht es hier wieder raus. You unlock the door. Because I'm the fucking genius. Man, Nizzle. Nizzle geht. Nizzle ist politisch korrekt. Nizzle darf man sagen. Nur nicht das Endwort. Weil wir erstens nicht schwarz sind und zweitens keinen schwarzen Freund haben. Nizzle ist okay. Hier haben wir nämlich noch nicht nachgeguckt, fiel mir so ein. Und Kinderzeichnung in einer Toilette. Gute Idee. Na, wer sagt das denn? Na? Ihr fern Bootkatzes! Gehen wir mal ein anderes Bad gucken mal. Ich weiß nicht, mit dem Schneiden und Angucken im Part aufgefallen. Du hast ja gar nicht die Badezimmer schon durchsucht. Mach mal jetzt mal. Das Flüstern, die Schreie, das Blut. Ich wusste nicht, wie ich dazu fähig war, das zu überleben. Ich kann nicht mal mit mir selbst leben. Dieses verkackte Baby soll ich Fresse halten. Ich habe immer genug gehört. Scheiße. Da ist zu viele Stimmen. Echt creepy, sagst du? Ich habe auch ein bisschen wenig Report von euch bekommen, muss ich ehrlich mal sagen. Leute, schreibt mal ein paar Kommentare. Ich will wissen, was ihr von diesem geilen Projekt haltet. Also zu Ende machen wir es auf jeden Fall, weil ich jetzt, ich weiß nicht, entweder bin ich jetzt mittendrin oder ich bin immer noch am Anfang, was wahrscheinlich eher zugesagt wird. Aber ein bisschen Feedback wäre nicht schlecht, um dass ihr mir sagt, was ihr von dem haltet. Das wäre mega geil einfach nur. Klutschnasen. Wieder sind die Bilbos drin, die wir kaputt gemacht haben, ne? Rein theoretisch, von der Theorie, was theoretisch ist, müssten wir mit dem Boatcutter das Ding öffnen. Aua. Ich habe mir meinen kleinen Finger geklemmt. Und los geht's. Sieht aus wie ein Keller. Ich mag Keller nicht, aber F das Shit. Ladebildschirm. Ich traue mir immer um eine Nahkampfwaffe, aber wenn ich ganz ehrlich bin, traue ich mich nicht wirklich in den Nahkampf zu gehen. Ein Keller. Na, leck doch die Emma. Ein Keller. Willst du mich verarschen? Jawohl, Health Kit. Ich habe gehört, Keller sind immer Ort des Grauens. Übrigens rede ich in diesem Part sogar sehr viel, weil Reden beruhigt ungemein einfach nur. Was nicht heißt, dass ihr in einem Horrorfilm auf jeden Fall reden solltet, weil ihr den anderen wahrscheinlich nicht verschreckt oder so. Aber hier ist TNT, das wir mitnehmen können. You found the bunch of the 1 von 3. Was heißt denn 1 von 3? Können wir einen Drachen machen? Ich hoffe mal. Was haben wir denn hier? LOL! Ich habe ja eine Theroin. Ich habe Theroin. Ich habe ja eine Theroin. Fuck! Theorie. Meine Fresse. Theorie. Das Spiel handelt ja davon nach kurz nach dem Weltkrieg, ne? Und wir sind in den... Ich weiß nicht, ich denke mal, dass, und das kommt mir jetzt auch so ein bisschen bekannt vor, dass diese Untergrundtunnel von Dr. Schnitzel, beziehungsweise von dem Anwesen hier, und dieser Dr. Schnitzel war ja so ein verrückter Wissenschaftler, ein Deutscher, ne? Und er hat ja, oder laut Geschichte, soll er ja an Juden experimentiert haben, guck mal, das ist eine Tür übrigens, experimentiert haben, und ich gehe mal davon aus, dass, doch jemand... Da wollen wir rein. Und ich gehe davon und stark der Theorie aus, dass die Leute, die wir bekämpfen, hier Juden sind. Wenn ich jetzt das jetzt nicht abwerten oder gemein sagen will, aber ich glaube, das sind Juden. Halt, verstümmelte, experimentierte Juden. Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Ist jetzt meine Theorie. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon erhaltet von Theorie. Und denkt euch auch mal eure eigene Theorie auch dazu aus. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet. So, wir haben ein bisschen Pistolenmunition gefunden. Wir gehen jetzt mal weiter da lang, weil da macht es mir jetzt gerade keinen Sinn. Da ist eine Tür, die werden wir hier auf einmal auch noch später benutzen und da hinten ist es kacke dunkel. Aber hier ist TNT. Ich würde nämlich gerne in die Tür rein und wissen, was dort ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier ist nichts, ne? Einfach nur dunkel. So. Wir brauchen noch einmal TNT und dann haben wir alles in allem dreimal TNT und dann könnten wir uns tatsächlich in die Tür reinspringen.
in diese Tür reinspringen und gucken wir mal, was dann halt da drin ist. Und mir ist auch aufgefallen, diese Leute ziemlich fucking schnell sind, was mir ein bisschen creepy ist. Oh, wieder ein Stöhnen auf rechts. Guck mal, das ist das letzte TNT-Stück. Als ob das nicht bewacht wird, ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall, habe ich gerade so ein bisschen Backen gehört. Auf jeden Fall diese Theorie, dass das halt, also Versuchsobjekte, so Wissenschaftsobjekte sind oder sowas in der Art. Das ist eine Idee, die mir relativ früh kam, wo ich dachte, das könnte doch vielleicht sein. Weil wir sollten ja irgendwas aufklären, soweit ich das am Anfang mitbekommen habe. Irgendwie haben wir einen Hinweis bekommen, dass hier im Anwesen etwas vor sich gehen soll. Was ja auch passiert. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Spiel weiter verläuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh shit. Der Tier macht doch Boom, oder nicht? Oder nicht? Hör ich mich jetzt? TNT. Au! Okay. Watch out! War wohl das richtige Kommentar. Diese Leute, das ist mir auch aufgefallen, doch es sind Russen, ne? Das ist dieser Bruder. Erinnert ihr euch noch an den Russen im Hotel, Quatsch, in der Toilette? Ist das sein Bruder? Bei der Weiher gewesen? Moment, ich habe sogar noch, glaube ich, Notes. Bla. 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 Hab's gleich, Moment. I cry day and night. Was war? Please. Hier, genau. Ich konnte nicht aufhören, darüber zu denken. Ich hatte Angst um meinen Bruder. Ich habe ihn zurück in den Tunnel gelassen. Und ich kann nicht mehr rausgehen. Ne? Könnte er das vielleicht sein? Irre ich mich jetzt? Ja, nein, vielleicht. Und damit haben wir keine Munition mehr, so wechseln wir nochmal. Sniper Maniac als Erfolg abbekommen. Nice. Nice. My journey is at its end. Meine Reise kam ans Ende. Mein Bruder Igor hat mich zurückgelassen. Ich höre Stimmen außerhalb der Tür. Lieber sterbe ich hier drinne. Die by my own. Lieber sterbe ich an meiner eigenen Hand, than being devoured. Okay. Ich wünsche das Beste für meinen Bruder. Und es tut mir leid für das Failen. Ich habe viel zu oft gefailt, gefangen zu befreien. Dr. Schnitzels Menschen. Ja, also ich schätze mal einfach, dass das hier so ist. Die Gerüchte waren wahr. Du läufst in Satans Magen. Nice. Nice. Gut. Cool. Naja, cool nicht, aber im Sinne, hat sich ja die Theorie ein Stück bestätigt, oder nicht? Dass wir im Prinzip hier bei Dr. Schnitzels anwesend sind. Er heißt Schnitzel, ich weiß, aber Schnitzel hört sich cooler an. Wer wollte nicht schon immer, wer dachte nicht schon immer, boah. Wenn ich ein verrückter Wissenschaftler werde, will ich auf jeden Fall Dr. Schnitzel heißen. Wer dachte das nicht? So, was haben wir denn hier? Eine Tür. Unerwarteterweise. Eine Tür nach...